Ich grüße euch Leute und herzlich willkommen zu dieser spontan eingefügten Ausgabe mit WWE Supercard. Leute, ich habe mir gedacht, ich habe die Zeit gefunden und möchte mit euch die allererste WrestleMania 35 Fusion abholen. Nicht wundern Leute, die Team Road to Glory ist noch aktiv. Ich nehme das Video jetzt hier am Dienstag auf. Es ist jetzt Dienstag, 18 Uhr. Und Leute, wir machen jetzt auch einfach mal ein Match. Ist vielleicht auch mal ganz cool für euch, um zu sehen, mit was für Karten wir im Team so halt zocken. Und dann natürlich, um über eine andere Kleinigkeit zu reden. Und zwar habt ihr es ja selber, denke ich mal, mitgekriegt, dass man, wie auch in der Ring Domination, wie sie jetzt am Wochenende war, dass wir halt komplett gegen Bot-Gegner zocken. Ich glaube, so eine einfache Team-RTG gab es noch nie, kann man ruhig so sagen, dadurch, dass das hier immer nur die die Silver Pros hier sind. Und ja, damit kommt man natürlich ziemlich schnell mit einem Sieg hier um die Ecke und vor allem, ja, kompensiert das auch ein bisschen die ganze Sache mit dieser Werbungsproblematik, die viele halt haben. Ist natürlich richtig, Argument verstehe ich und wir nutzen es ja natürlich auch alle, ne? Also wir freuen uns alle, dass wir vergleichsweise so gut durch diese Team-RTG kommen. Ja, bei mir ist es halt immer noch so, ich mag es halt nicht so gegen Bots zu kämpfen, ne? Also, ja, es ist halt unwahrscheinlich, dass andere Teams halt so eine Karten haben und klar, man kommt einfacher durch, aber... Ah, das ist dann wirklich nur noch so ein stupides Abarbeiten, klar, was es vorher schon war, aber ja, es ist wirklich ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite, klar, übelst cool, wir kriegen die Karte, vergleichsweise einfacher als sonst, aber natürlich diese Bot-Gegner-Problematik. Ich habe mitgekriegt nach meiner Grinding-Ausgabe, dass, einige von euch diese Meinung teilen, andere nicht. Das ist auch vollkommen in Ordnung so, jeder darf da seine eigene Meinung haben und die natürlich kundtun. Und ja, wie gesagt, jetzt hier bei der Team-RTG, klar, es ist cool, aber soll das so beibehalten werden? Ich weiß es nicht und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das, denke ich mal, noch gefixt wird, weil, seien wir mal ehrlich, ne, also ist halt schon ziemlich einfach. Andererseits kommen dadurch Eventkarten mehr, gewinnen dadurch an Wichtigkeit, ne, das muss man auch ganz klar so sagen. Dieses Kratzgeräusch war übrigens meine Katze am Kratzbaum hinten, ne. Und ja, Eventkarten gewinnen an Wertigkeit. Das ist natürlich auch ein todbringendes Argument, was man an der Stelle bringen kann. Aber im Prinzip ja auch jeder WrestleMania 35 Pro, den man ordentlich playlevelt und kombiniert. Ja, das ist so eine Sache. Irgendwie, ich tue mich da selber schwer, da Argumentationen dafür und dagegen zu finden, was diese Bot-Gegner halt so, ja, anbelangt. Naja, ist wie es ist, Leute, wir müssen eh damit leben, also wir kommen jetzt hier wirklich zu null, jetzt am Ende hier durch und wir sind hier bei 830 Punkten, ne? Und jetzt haben wir hier aber ganz paar Picks, das war jetzt nicht so geplant gewesen, ich denke mal, wird eh Kartenlimit leider erreicht sein. Haupttenor und Grund für dieses Video war natürlich ein ganz anderer gewesen, nämlich ich möchte mit euch meine erste WrestleMania 35 Fusion abholen. Bin auch ein kleines bisschen aufgeregt, Leute, da ist das gute Stück. Man kann jetzt hier nicht draufklicken und gucken, ne, was es ist, ne, ah ja, ist ärgerlich. Mir ist es eigentlich egal, ne, weil es ist die erste WrestleMania 35 Fusion und die Chance auf die Pros gehen eh erst mit der nächsten los. Aber Leute, trotzdem umso mehr bin ich gespannt, was wir hier so kriegen. Die war wäre natürlich geil, ne? Aber ist egal, Leute, wir gucken mal rein und es wird... Yo, wow, wir schon, ne? Billie Kay kriegen wir. Ziemlich cooles Bild von ihr. Ja, was willst du mehr? Ne, ja, eine WrestleMania 35 Fusionsdiva und die kommt so, wenn man es eigentlich so möchte, als Single-Karte schon bei mir ins, ja... Royal Rumble Deck, ins Elimination Chamber Deck, von daher ziemlich cool. Nehmen wir natürlich mit die gute Billie Kay auf WrestleMania 35, also da kann man ruhig mal ehrlich sein und sagen, dass ich da ganz schön Schwein gerade gehabt habe. Wir gehen hier mal ganz kurz auf Veredeln. Warum ist das Bild hier doppelt? Den Grund kann mir glaube ich keiner nennen. Warum ist hier alles doppelt? Okay, das ist ein Ding, das habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, kann man mal machen. Was? Das kommt eigentlich schon wieder ziemlich cool hier von der Goliath-Karte. Ja, hier mit dem Grün und so, das beißt sich ein bisschen. Wenn das nie wäre, würde das vielleicht ganz cool aussehen. Ja, die... Ja, das stört sich hier oben ein bisschen mit dem Rot. Sieht eigentlich mehr aus wie eine Transe da gerade. Kannst du auch nicht machen, ne? Gut, hier... Ah, wäre das Lila nicht, wäre die ganz cool. Leute, ohne Scheiß.
Ich lasse das von der Goliath drauf. Das kommt eigentlich ziemlich cool. Billy Kay kommt da ein bisschen fröhlicher einher. Ja, Spaß, ich spiele Supercard. Super, ne? Mensch, Leute, ich habe heute einen kleinen Clown gefrühstückt. Dürft ihr mir nicht übel nehmen. Ist irgendwie, das ist so ein Tag der Tage, ne? Und wenn ihr das Video seht, ist ja Mittwoch Bergfest. Leute, die Hälfte der Woche ist geschafft. Und ich würde sagen, ja, kürzeres Video. Ich wollte euch das nur, wollte euch da nur teilhaben lassen und mal ganz kurz halt über diese Problematik, wenn man es so nennen möchte, wegen der Team RTG reden. Und ja, bin auf eure Meinung gespannt, was ihr wegen den ganzen Bot-Gegnern so sagt. Interessiert mich wirklich, wirklich brennt. Deshalb ab mit euch in die Kommentare und lasst mich wissen, was ihr davon haltet. Gut, soll es gewesen sein, Leute. Ich bedanke mich vielmals, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich würde einfach mal sagen, keep on wrestling und wir sehen uns in der nächsten Ausgabe. Macht's gut. Ciao.